Hallo und herzlich willkommen bei TV Schatz. Heute gibt es ein neues Technikvideo und zwar möchte ich das Schnitzelwerk meiner Bosch Mom vorstellen. Ich möchte vorstellen, was für Teile im Basisprogramm der Bosch Mom 4 dabei ist und wie man es aufbaut und auch wie das einzelne Schneidergebnis ist. Beim Basisprogramm der Bosch Mom 4 sind drei verschiedene Scheiben dabei und ich werde heute zeigen, welches Schneideergebnis die einzelnen Scheiben bringen. Und das ist das eigentliche Schnitzelwerk, besteht aus 2 bis 3 Teilen. Das ist das Unterteil mit dem Auswurf. Dann haben wir das Oberteil mit dem Stopfen und einer kleinen Messskala. Also da könnte man auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit nachfüllen. Und das ist der Mitnehmer. Und jetzt baue ich das einfach mal zusammen. Dann nehme ich mir einfach den Mitnehmer mit diesen 2 Laschen hier nach oben. Nehme mir die erste Scheibe. Ich wähle jetzt mal die, die ich am meisten brauche. Und die Karotten liegen ja schon da. Und zwar ist das hier diese Karottenscheibe. Immer vorsichtig, es ist ein bisschen scharf. Dann setzen wir das ganze Stück zusammen, also einfach in dieses Loch da unten rein. Und dann läuft das Ganze so. Hier ist ein kleiner Pfeil. Der muss bündig aufeinander sein und verschlossen ist das Ganze so. Und fertig. Den variablen Gelenkarm habe ich mir jetzt schon in die Waagerechte gestellt. Und wir nehmen jetzt diesen Antrieb hier. Das heißt, wir schieben einmal, geht schon von alleine weg, dieses Plastikteil zur Seite. Und das haben wir diesen Antrieb, den wir hier brauchen. Jetzt kommt dieser Stift in diese Öffnung. Und bei der Bosch ist es immer so, von rechts nach links ist zu. Tada! Und los geht's. Hier an der Seite ist so eine kleine Mini-Betriebsanleitung und das finde ich eigentlich total praktisch. Da kann man sich einfach sein Gerät anschauen, was man gerade benutzt. Ich benutze jetzt hier das Schnitzelwerk, das heißt, der Arm muss in der waagrechten sein und ich kann das Ganze auf Stufe 2, 3 oder 4 verwenden. Und los geht's mit der ersten Scheibe. Ich blende die euch da ein, welche ich gerade benutze und ich mache das heute mit Karotten. Ich nehme die Stufe 3. Und das ist das Ergebnis der Scheibe. Ich würde sagen, das ist richtig gut geworden. Ich habe auch mittlerweile auf die Stufe 4 geschalten, da die Karotte doch etwas härter ist. Also die Stufe 4 ist für hartes Gemüse und die Stufe 2 bis 3 für etwas weicheres. Die gleiche Scheibe einmal umgedreht. Hier seht ihr, welche ich verwende. Und wir nehmen wieder eine Karotte auf Stufe 4. Die ist jetzt eigentlich ganz gut für Käse, da würde ich dann die Stufe 2 oder 3 verwenden. Und das ist das Endergebnis. Wichtig ist auch, den Stopfen nicht zu pressen, nicht zu drücken, sondern einfach nur leicht oben aufzulegen, damit der Saft in dem Gemüse bleibt und nicht austritt. Eine neue Scheibe, hier oben seht ihr welche, die hat eine grobe und eine feine Seite. Ich benutze jetzt für die Karotte die grobe, da für die feine die Karotte zu hart ist. Und die grobe hat ungefähr eine Stärke von 2 mm, die feine eine Stärke von 1 mm. Und los geht's auf Stufe 4. Und das ist das Endergebnis. Auch wieder komplett der Saft noch im Gemüse und nicht in der Schüssel. Und die letzte Scheibe seht ihr hier oben. Das wird ja jetzt eine Karotten-Challenge. Und ja, die letzte Karotte oder die vorletzte geht in die Öffnung und los geht's. Und das ist das Endergebnis der letzten Scheibe und auch da bin ich sehr zufrieden. Es ist so ein fast schon mousseartiges Endergebnis der Karotte. Aber wie auch bei den anderen Scheiben tritt kein Saft heraus, was bedeutet, dass das Ganze geschnitten und nicht gepresst wird.
Und das ist das Endergebnis meiner Karotten-Challenge. Einmal haben wir hier, ich fange mal von hinten an, die Scheibe, die das so raspelt. Also hier sieht man ganz schön dieses ganz feine Raspelergebnis. Und ich könnte mir das auch sehr gut für Schokolade vorstellen. Dann habe ich als nächstes diese Scheiben. Das ist, wie gesagt, jetzt eben die grobere Variante, etwa 2 mm im Durchmesser. Finde ich auch sehr praktisch für Salat und so weiter. Und das ist meine Lieblingsscheibe, zumindest für die Karotte. Das ist die, die Scheibe, die das so stiftet, oder auch für Käse könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Einmal in der feinen Variante und in der etwas gröberen Variante. Tada! Das war meine Challenge des Schnitzelwerks der Bosch Mom 4. Wenn euch das Video gefallen hat, die Bosch Mom 4 ist ja eine sehr einsatzfähige und variable Küchenmaschine, könnte ich mir vorstellen, noch ein weiteres Video zu machen oder auch zwei, je nachdem. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich Karottenflecken aus dem Schnitzelwerk wieder rausbekomme, dann schaut doch einfach meinen Küchenhack zum Thema Karottenflecken aus dem Schnitzelwerk wieder rausbekommen. Weiß und Karotte hat immer so sein Eigenleben. Ja, das war meine kleine Challenge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was habe ich jetzt vorhin gesagt? Scheiße. Nochmal. Läuft schon? Jo. Was ist denn da jetzt alles im Video drin? Ah ja, das ist da genau. Dieses, wie heißt das denn? Kantholz. Jetzt machen wir wieder einen Schnitt. Und wunderbar. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.